Der Schneemann und die Sockennote. Eine Klaviergeschichte für Anfänger. Tag 7. Wie lange klingt ein Ton? Heute geht Pippa nach den Hausaufgaben zum Schneemann raus und fragt gleich, wie ihm das Lied gestern gefallen hat. Der Schneemann sagt, sehr, sehr gut. Aber woher weißt du eigentlich, wie lange du einen Ton spielen musst und welche Taste du drückst? Pippa erklärt ganz stolz, was sie schon weiß. Es gibt 5 Notenlinien und jede Note hat ihren eigenen Platz. Es gibt Noten, die aufgefädelt sind auf den Linien wie kleine Perlen. Da geht die Linie mitten durch den Kopf der Note. Und es gibt Noten, da liegt eine Linie über dem Kopf und eine Linie unter dem Kopf. Die sind wie eingequetscht zwischen den Linien und die heißen Zwischenraumnoten. Und nun muss man nur noch lernen, wie die Note heißt und welche Taste das auf dem Klavier ist. Der Schneemann ist noch nicht ganz zufrieden und erinnert Pippa nochmal an seine Frage nach der Tonlänge. Ja, das ist ganz einfach. Wenn der Notenkopf innen angemalt ist und die Note einen Hals hat, dann ist die Note einen Schlag lang. So lange, wie du eins sagen kannst oder einmal in die Hände klatscht. Und dann gibt es Noten, die sind innen nicht angemalt, aber haben einen Notenhals. Das sind dann 2 Schlagnoten. Also zählst du 1, 2. Ich habe leider keinen Hals, sagt der Schneemann, nur einen Bauch und einen Kopf. Du musst nicht traurig sein, erwidert Pippa, ich kenne auch eine Note, die keinen Hals hat. Ihr Kopf ist auch nicht ausgemalt und sie ist eine ganz lange Note. 4 Schläge zählt man da, also 1, 2, 3, 4. So lange kann ein Ton klingen, staunt der Schneemann. Noch viel länger, sagt Pippa. Soll ich mal ausprobieren, wie lange ich den Ton hören kann, wenn ich den Finger nicht von der Taste nehme? Fragt Pippa motiviert. Oh ja, sagt der Schneemann. Ich zähle hier draußen und du drinnen. Alles klar, wir machen ein Experiment, ruft Pippa und rennt los. Bist du bereit, das Experiment ebenfalls auszuprobieren? Such dir irgendeine Taste aus, drücke sie nach unten und zähle so lange, bis der Ton ganz verklungen ist. Hör gut hin, am Ende wird der Ton immer leiser. Nun hat sich Pippa noch ein Lied ausgedacht für die Notenwerte. Das kannst du auch gleich noch spielen. Viel Spaß! 4, 3, 2, 1. Diese Notenlängen kenne ich schon. 1, 2, 3, 4. Ich zähl mit beim Spielen am Klavier. Bis zum nächsten Mal bei deiner Klaviergeschichte.